Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hotelgäste. Willkommen zurück bei Silent Hill 2. So, wir haben letztes Mal die zweite Spieluhr erhalten. Die setzen wir jetzt nun hier ein. Und dann fehlt uns nur noch eine zu unserem Glück. Und dann müssen die wahrscheinlich ein bisschen drehen, damit diese Scheiben, die ihr da seht, etwas Sinn ergeben. Denn wahrscheinlich laufen dann da die Figuren entlang und dann ertönt eine wunderschöne Melodie und wir bekommen ein Item. So. Jetzt haben wir nur noch das Video. Das seltsames Foto. Lakeview Hotel, genau. Ein Code. Jetzt haben wir nur noch wenig Items, Schlüsselobjekte, nämlich die Videokassette. Mit der können wir aktuell noch nicht viel anfangen. Aber dazu kommen wir noch. So, wir gehen auf die Karte gucken. Geht das? Drücke M, nichts passiert. Warum? Ist das Spiel kaputt? Keine Karte jetzt mehr. Eine. Ach, Scheiße! Na klar, keine Karte. Ich hab doch alles abgelegt, ich Depp. Moment. Mitarbeiteraufzug. Oben. Zweiter Stock. Komplett vergessen. Ich habe keine Items bei mir. Ich laufe hier komplett unarmt. Brauche mich nur irgendwas anspringen, dann bin ich halt einfach tot. So schnell natürlich nicht, aber sollte vielleicht meine Items wieder mitnehmen, das wäre eine richtig gute Idee. Stell dir mal vor, die werden jetzt weg. Das wäre so scheiße. Wie James die Tür zumacht. So nämlich. Wie ein High-Status-Coach. Okay. Den Schlüssel zu Zimmer 202, der fehlt mir noch. Den habe ich immer noch nicht. Aber. Glaube im dritten Stock. Vorhin geschlossen. Können wir immer noch nicht lang. Irgendwas fehlt mir noch. Aber was? Oder muss ich nochmal mit dem Mitarbeiteraufzug fahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Thema ist durch, oder? Ja, alle Waffen sind geladen. Ja, dann gibt es hier nichts mehr für mich zu holen. Okay, was nun? Schlüsselobjekte. Zimmer zu 312 habe ich den ollen Apfel. Und das war's. Die Videokassette halt, ne? Ich habe halt nichts, um auf die andere Seite zu kommen, zur Richtung Zimmer 312. Hier muss ich rein. Hat nichts. Wie komme ich jetzt dahin? Ein Treppenhaus auf der anderen Seite. Waschküche. Der Mitarbeiteraufzug wird es halt Sinn machen. Und dann steige ich auf der anderen Seite aus, aber dann habe ich halt nichts. Aber ich habe ihn gerufen, aber irgendwie kommt er nicht. Jetzt im dritten Stock, das macht halt alles überhaupt keinen Sinn. Es kann echt gut sein, dass ich nochmal mit dem Mitarbeiteraufzug fahren muss, ne? Aber ich habe ihn gerufen, es passiert nichts. Muss ich nochmal in den Keller? War das das? Manchmal lässt mich meine Erinnerung ans Original so ein bisschen im Stich. Obwohl ich es halt jetzt schon echt ein paar Mal durchgespielt habe, aber es ist immer wieder so Hotel, da habe ich absolute Brainlags. Es ist halt auch schon ein bisschen nass. Aber ich brauche halt noch eine Spieluhr.
Perzeption. Und auf das Videotape. Sehe ich mir in Zimmer 312 an. Erstmal hinkommen. Ey, ich glaube, ich muss in den Keller nochmal hier. Durch die Venusbar. Aber ich bin mir, wie gesagt, halt echt nicht sicher. Kann ich gar nicht. Na, das macht halt absolut keinen Sinn. Nee. Der Zug ist abgefahren. Was nun? Aber der, warte mal, der Mitarbeiteraufzug ist doch hier. Oder? Hä? Warte mal. Aufzug. Hier. Der Seite. War es nicht begehbar? Ach komm schon, Alter. Nee, ich hab nichts, was mich weiterbringt aktuell. So, gar nicht. Hier die ganzen Zimmer, das ist durch. Ich kann nochmal speichern in der Rezeption, aber das bringt nichts. Oh, hier liegt ja noch was. Hab ich Munition übersehen? Oh, ja moin. Das ist das Café. Nee, ich glaube, ich müsste mich nochmal im Dings umsehen, im zweiten Stock. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Muss auf die Karte gucken. Nee, das ist alles erledigt, ist alles durchgestrichen, habe ich alles gemacht. Das Einzige, was noch fehlt, ist Zimmer 202. Aber das kann ich nicht öffnen, weil ich den Schlüssel nicht habe. Und das Treppenhaus ist auf der rechten Seite nicht begehbar, also ich komme da nicht hoch. Was ist denn jetzt hier, da hinten, Richtung 217? Ja, da gab es ja auch noch ein Treppenhaus. Aber da komme ich nur runter, nicht hoch, ne? Selbst wenn ich hochkomme, Richtung 219 oder 218, das bringt halt nichts. Die Küche bringt mich halt auch nicht weiter. Gut nicht. Venus. Venus Tears. Ja, Venus Bar und dann ist Schicht im Schacht. Der Elevator ist nicht begehbar. Na gut, das hat sich erledigt. Der Keller. Schön, der Garten, das ist nett. Nee, keine Ahnung, ich stehe dezent auf dem Schlauch. Ich werde nochmal mich umschauen müssen, wo es hier weitergeht, weil ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich melde mich gleich zurück, sobald ich was gefunden habe. Bis gleich. Ich gehe gerade ein, ich habe hier diesen Raum noch gar nicht untersucht. Bin nur hier reingegangen, aber bin hier raus. Weil ich hatte nochmal alles abgesucht, aber ich konnte nichts wirklich finden. Und guck mal, was da liegt. 202. Ich Vollidiot. Ich habe komplett vergessen, diesen Raum hier nochmal abzuchecken. Und ich hab's doch geahnt, dass du Arschgesicht anhältst. Geh scheiße. Das ist frech. Aber damit habe ich gerechnet. Reifer Apfel. Lecker. Ah! Jetzt reicht's. Du hältst die Schnauze. Fernsehen ist schlecht für euch. Ihr kommt nur oft blöde Gedanken, um mich anzugreifen. Deswegen lassen wir das mal lieber. Okay, ich habe den Zimmerschlüssel für Zimmer 202. Wow, endlich. Weil ich bin echt nochmal die meisten Räume abgegangen, wo es vielleicht Sinn machen würde. Und ich dachte mir so, ey, das gibt's doch nicht. Wo ist dieser verfickte Schlüssel? Und dann so, ja, okay, jetzt habe ich ihn. Und ich habe noch den reifen Apfel gefunden. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich gleich für ein Rätsel notwendig sein. Bin ich hier richtig? Nein. Der wird wahrscheinlich für ein Rätsel notwendig sein. Weil ich habe ja einen verdorbenen Apfel und einen reifen Apfel. Und wir bekommen ja noch die Spieluhr Schneewittchen.
Ihr spielt euch Schneewittchen und das dürfte dann jetzt auch die letzte natürlich dann sein und hier muss ich die Äpfel wahrscheinlich platzieren. Lesen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Liebste im ganzen Land? Zieh sie ab, die schöne Haut, bis das faule Fleisch vorschaut. Auswählen. Spiegel wieder zusammenfügen. So. Ah, doch, das passt. Nee. Nee, das macht keinen Sinn. Ich leg's das mal ab. Hä? Nee, das passt nicht. Fehlt mir was? Vielleicht muss das auch gar nicht irgendwie vollständig sein oder so. Ah, so. Jetzt haben wir es gleich. Ja, ein Teil fehlt. Ein Teil Spiegel fehlt. Könnte der sein? Ich hab sonst nichts gefunden. Also muss der irgendwo hier sein. Ah, hier. Das sieht gut aus. What? Da ist die Spieluhr zu sehen. Aber muss ich? Ich gehe nicht kaputt. Aber es sind definitiv Scherben drin. Wie ist denn jetzt die Spieluhr? Also die Idee finde ich sehr geil, aber muss ich wirklich, guck mal, die bleiben. Muss ich den Spiegel zerstören? Ich glaube, es hat wenig mit dem Licht zu tun. Kann auch nichts mehr tun. Wie ist denn die Spieluhr, sag mal? Ist wild. So, warte. Jetzt. Bringt trotzdem nichts. Ich will einfach alles zerdeppern. Fernsehen. Da ist ein Bett. Ach so. Warte mal, natürlich. Bett, hier. Bett, Spieluhr. Soll das dann hier sein, oder nicht? Wenn ich das richtig sehe. Vor einem Bett ist ein Tisch. Ach, das ist drüben. Im Nachbarzimmer. Ne, oder? Doch. Alter, war's zum Henker. Und ich dachte schon die ganze Zeit, was mache ich denn falsch? Das, ich hab mich nämlich schon gewundert, weil das Zimmer gegenüber war so leer. Auch das noch. Guten Tag. Gott, wie viele denn noch von euch? Ich muss hier raus.
Das ist ein Albtraum, wie viele Gegner hier sind. Na, guck mal, wie kaputt das jetzt hier schon aussieht, ne? Jetzt geht's richtig ab. Nachdem wir die letzte Spieler dann eingesetzt haben, dürfen wir auch dann den Schlüssel kriegen für den anderen Teil des dritten Stockwerks. So, jetzt müssen wir die Dinge noch drehen, dass es irgendwie Sinn ergibt. Hm, nicht so ganz. Nee. Ja, das passt schon fast. Hier passt noch nicht so wirklich. So, das sollte jetzt passen. Ich glaube, das hier passt auch. Ich glaube, diese passt nicht. Ja. Aber irgendwie auch nicht. Die innere, na natürlich dreht sich die innere auch mit, sowas ist das. Aber die kann man ja auch mal separat drehen. Das scheint irgendwie noch nicht so ganz richtig zu sein. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber irgendwie passen die Linien nicht übereinander. Und bei der Scheibe ist es auch so ein bisschen, ja, viel Auswahl gibt es nicht, weil so nicht so viele Linien drauf sind, aber hier geht's richtig rund. Ich werde das mal Offscreen machen, wir sehen uns gleich. Das hat anscheinend nicht geklappt. What began with three? So, das kann ich mir auch Deutsch vorlesen lassen, beziehungsweise den Text einblenden. Was mit drei begann, wird eine bald beklagen. Sieben gute Seelen öffnen, ohne Zagen. Eins tauscht gegen zwei, so wanderte sie fort. Die Liebe der fünf, sie brachte sie zurück an diesen Ort. Spottet von den beiden, schuftete sie schwer. Eine ließ sie dort, sie fand den Weg hierher. Reset. Okay, da scheint was nicht zu stimmen. Was weiß denn ich? War ein Error. Wir sind doch in ihre Häuschen, oder nicht? Müssen sie in die Häuschen der anderen. Das ist nochmal. Okay, das klappt so nicht. Okay, das ist doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Aber ich will ein bisschen Zeit sparen, damit wir heute noch ein bisschen was sehen. Ich werde nochmal das Offscreen lösen und dann sage ich euch gleich die Lösung, beziehungsweise zeige sie euch. Bis gleich. Da ist der Schlüssel. Und falls ihr wissen wollt, wie man das Rätsel löst, von den Schaltern da unten, von rechts nach links, es ist eine Umdrehung, fünf Umdrehungen und sieben Umdrehungen. Beziehungsweise 7, 5, 1. Wenn ihr es von links nach rechts sehen wollt. So, und jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir endlich ordentlich Rabatz machen. Gehen hoch.
Scheiße. Ja, ich muss links und dann die Treppe hoch. Die Leiche ist weg. Aber die Musik von der Spieluhr, ich lieb's. So geil. Ich wäre heute gerne in den Kampf gegen Pyramid Head gekommen, beziehungsweise ich hätte gerne den Kampf gegen Pyramid Head heute noch gemacht. Aber ich glaube, das schaffen wir zeitlich einfach nicht, weil es kommt noch ein bisschen was bis dahin. Ich glaube nicht, dass ich das in der Dreiviertelstunde beziehungsweise 40 Minuten schaffe. Wahrscheinlich eher nicht. Was ist mit dem anderen Zimmer? Habe ich das untersucht? Aufsichtsraum. Ne, da gucke ich nochmal, ob die offen ist, die Tür. Ne. Gut, dann etwas ganz Besonderes erreicht jetzt Zimmer 312. Ein Achievement habe ich gekriegt. So, das war das Zimmer von James und Mary. Dann Videokassette, let's go. Jetzt haben wir eine etwas längere Cutscene. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Killer? Why'd you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you, I hate you, I hate you! She was always waiting for you. Why? Why?
I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hate me? Please, why won't you come? But where? Where are you? Boah, diese Cutscene liegt jedes Mal schwer im Magen, muss ich sagen. Übelst. Ja, und wir haben einen Switch in die Other World gemacht. Ihr seht es auch anhand der Wände und das ganze Interieur, wie das jetzt aussieht, ne? Jo. Das wird jetzt richtig spaßig, sage ich euch. Jetzt geht's nochmal richtig zur Sache, bevor wir das Spiel beenden. Badum. Und die Musik, ne? Ich liebe dieses Lied. Die letzten Songs von Silent Hill 2, wenn man so Richtung Ende kommt, ist es einfach nur noch traurig, verstörend, melancholisch, alles. Es ist einfach ein kompletter Albtraum. Wo mir einfach alles zusammenstürzt. Richtig übel. Es sind auch gar nicht mehr so viele Gegner da, so, ja, vereinzelt schon, aber das eigentliche Highlight ist jetzt nur noch der Kampf gegen Pyramid Head und gegen Mary. Sind wir auch durch mit dem Spiel. Ich würde mal grob sagen, vielleicht brauchen wir noch, ja, je nachdem wie ich mich anstelle und ich verlaufe oder sowas. Vielleicht brauchen wir noch gut vielleicht eine Stunde, lass es zwei sein. Dann haben wir es geschafft. Dann ist dieser geile Trip durch Silent Hill 2 auch leider schon vorbei. Aber ich werde nach dem Let's Play hier auf jeden Fall noch direkt einen Durchgang wagen, New Game Plus. Und mir noch ein paar Waffen holen und anderweitige Sachen und so. Ich meine, durch die Deluxe Edition habe ich ja auch schon ein paar tolle Gadgets wie den Pyramid Head Pappkopf. Habe ich im Stream mal gezogen. Richtig geiles Ding. Es fügt halt dem Spiel nichts hinzu, sieht aber nur ulkig aus. Ja, und dann die Enden will ich natürlich noch freischalten. Das UFO-Ende, das Dog-Ending, das Maria-Ending und so weiter und so fort. Hab ich jetzt gerade... Ne, ist ein anderes Zimmer. Ich dachte schon gerade, hä? Eis gelaufen? Was ist hier los? Bild. Der Zimmer, durch die man durch muss, die halt irgendwie auch gefühlt keinen Sinn ergeben. Also das ist im Original zumindest so. Du läufst durch Zimmer 307 und bist dann auf einmal in Zimmer 102 oder so, ne? Nö, bitte nicht. Ey, ich glaube, das Spiel ist freeze oder abgestürzt. Eins von beidem. Ich weiß gerade nicht. Da ist das Spiel doch tatsächlich abgestürzt. Okay, machen wir weiter. Ja, die Lichtstimmung auch durch das Raytracing, ne? Das sieht so geil aus. Das höre ich aber von einigen auch, die so mit Silent Hill 2 jetzt so langsam, beziehungsweise vielleicht sogar ihren Weg in die Serie finden, was ich super finde, ne? Also, wenn ihr Silent Hill 2 Remake hier bei mir seht und fragt euch so, ah, es ist ja voll geil und so weiter, ne? Dann, wie gesagt, schaut euch auch noch mal gerne das Original auf meinem Kanal an. Oder auch die anderen Teile zu Silent Hill, zum Beispiel Silent Hill 1 und 2. Silent Hill 1 und 3, meine ich. Weil die hängen von der Story her zusammen, plus Silent Hill 3 ist einer meiner absoluten Lieblingsteile und ich kann es euch halt echt nur empfehlen, euch die Teile mal anzuschauen, wenn ihr jetzt ja, Bock bekommen habt auf noch mehr Silent Hill Content. Fange ich mit diesem Ding an? Ich weiß nicht.
das eigentlich gar nicht irgendwo hinschieben. So, wegen der Tür, ne? Ja. Es klappt immer noch nicht. Oh, ich habe Zahl nicht gesehen auf der Rückseite. Naja. Kann ich mir auch noch später angucken. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so wichtig ist. Ich will ja nicht irgendwas großartig jetzt machen ins Menü oder so. Ich habe irgendwie jetzt schon so ein bisschen Schiss, dass das Spiel wieder abstürzt. Wir untersuchen es nochmal. 22. So. Es gibt keine Heilung für deine Wunde. Wunde ist tief. Das tut weh. Tiefe Wunden lassen sich auch schwieriger schließen und heilen. Scheiße. Okay, hier bin ich fertig. Wo bin ich denn gerade? Fragezeichen. Was? 304 und 306 muss ich noch untersuchen. Ansonsten gibt es hier überhaupt kein Entkommen. Ich dachte gerade, da liegt Munition auf dem Wagen. Aber ist das irgendeine Rohrzange oder was auch immer? Weiß es nicht. Habe ich das nicht schon untersucht? 301 war es. Okay. Ah ja. Keine Gegner, kein gar nichts. Es ist einfach nur Musik und unbehaglich. Und einfach alles ist verbrannt und morsch und kaputt. Warum ist da ein Fragezeichen? Ich verstehe. Das Ding ist nicht ohne Grund voll bepackt mit Zeug. Auf, James, spring runter. Du kannst das doch so gut. Okay, wird nochmal gespeichert, das ist super. Nicht, dass das Spiel nochmal abstürzt. Ja, die Musik hört jetzt auf und jetzt wird es wieder ernst, denn hier kommen wieder Gegner. Sind nämlich im zweiten Stock. Und unser Weg führt uns eigentlich zum Elevator. Das ist unser Ziel und dann geht es ab in die Hölle. Im wahrsten Sinne. Und wie gesagt, es kommt noch ein bisschen was. Wascht euch, reinigt eure Körper. Säubert meine Augen von der Bosheit eurer Taten. Eure Taten sind boshaft. Daher werden Siegereien nicht. Nur mehr zu saufen. Ich habe so viel Gesundheitsdrinks, es ist unfassbar. Am Anfang hatte ich halt gefühlt nichts. Und jetzt werde ich zugeschmissen mit dem Zeug. Und ich brauche halt echt so wenig. Beziehungsweise, ja, es geht. Ab und an brauche ich schon mal was, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Also, so viel Heilung, ich weiß nicht wohin damit. Aber es ist vollkommen okay. Hier kann ich nochmal manuell speichern, das ist hervorragend, das mache ich gerade. Nice. Okay, da ist wieder so ein Symbol. Da auch. Das sind auch so Symboliken, ich weiß gar nicht, das hat doch glaube ich was mit Astronomie zu tun, wenn ich mich recht entsinne. Auch aus dem Original Silent Hill 2, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wo das ist. Kassettendeck. Ach, ist es vom Hund? Kann das sein? Rockending? Baby. Bin mir gerade nicht sicher. So, kurz Map-Check. Bin ich gerade? Ah, okay. Jo. Passt. Gut, hier komme ich nicht durch. Wo komme ich auch nicht? Alles zugestellt, also muss ich straight hier durch.
Gerade ist es schon sehr railroady, will heißen, wenig Exploration hier. Einfach sehr geradlinig. Aber noch mit keinem Gegner in Kontakt gekommen. Aber das kommt noch. Bleibt nicht aus. Da ist der Aufzug. Perfekt. Den muss ich nehmen. Ja, ja. Maybe. Was ich auch gut an Silent Hill 2 finde, ist, dass es zwar hier und da ein paar Hints gab zum ersten Teil oder zum dritten, aber beziehungsweise halt zur Mythologie und dem Kult aus Silent Hill. Jedoch spielt das hier in Silent Hill 2 keine wesentliche Rolle. Also das Spiel fokussiert sich halt im größten Teil natürlich auf die Handlung von James und seiner verstorbenen Frau Mary. Das ist der Fokus des Spiels. Jedoch gibt es hier und da so ein paar kleinere, wie soll ich es nennen, Einstreuungen, dass man weiß, ja okay, man ist immer noch im Silent Hill Universum und irgendwo gibt es da eine Connection zueinander, aber James' Geschichte hat nichts mit den Ereignissen zum Beispiel zu tun aus Silent Hill 1 und 3, also die zwei Spiele hängen zusammen, aber Silent Hill 2 ist ein komplett eigenständiges Spiel. Deswegen waren viele Fans auch damals so ein bisschen enttäuscht, als Silent Hill 2 rauskam, beziehungsweise hat sich halt eher so mäßig verkauft, weil viele dachten, sie würden einen Nachfolger bekommen zu Silent Hill 1, was ja dann mit Teil 3 passiert ist, ne? Und da waren viele Fans dann auch wiederum ja begeistert und so von wegen, ja, mega geil, ne? Silent Hill hat doch irgendwo eine zusammenhängende Story. Aber an sich ist es schon eine Anthologie-Serie. Das heißt, jeder Teil hat zwar irgendwo eine gewisse Connection zueinander, aber sind auch sehr eigenständig. Bei Silent Hill Origins zum Beispiel hat auch Bezug genommen auf Silent Hill 1, weil es ja so etwas die Vorgeschichte ist, wenn man so möchte. Und ja, Silent Hill Downpour ist zum Beispiel nochmal was komplett Eigenständiges, genau wie Silent Hill Homecoming. Aber in Homecoming wird auch nochmal der Kult angerissen. Also, ihr versteht wahrscheinlich, ist also Silent Hill, so diese Kultaktivitäten, dieser Kult in Silent Hill und dass sie damit halt Götter beschwören wollten, indem sie Leute halt dementsprechend opfern, das ist mit dem ersten Teil schon eingeführt worden. Und wird dann halt in verschiedenen anderen Teilen nochmal so ein bisschen aufgegriffen und weitergeführt. Aber wie gesagt, in Silent Hill 2 hat es nichts mit dem Kult zu tun, rein gar nichts. Deswegen wäre ich umso mehr gespannt auf ein Silent Hill 1 Remake, wie sie das mit dem Kult in das Spiel einbinden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nochmal gut tun würde, vielleicht den Kult und dessen Motivation nochmal ein bisschen mehr vielleicht in den Fokus zu rücken, dass man ein bisschen mehr versteht, warum tut der Kult das, was er tut mit Alessa. Und wie Dahlia zum Beispiel in Beziehung zu Harry steht. Es ist halt im ersten, weil es halt auch so diesen Campy-Charme hat, genau wie die ersten Resident Evil-Teile. Es ist natürlich auch so schwierig manchmal, das Spiel etwas ernst zu nehmen, weil es halt auch ein bisschen, ja, natürlich dem Alter geschuldet ist, dass das Spiel hat. Aber ich könnte mir, wie gesagt, gut vorstellen, ein Silent Hill 1 Remake wäre mega geil und es würde sich so blendend verkaufen. Weil ich bin nicht der Einzige, der das sagt, also Silent Hill 1 hätte ein Remake so viel mehr verdient als der zweite Teil. Ich bin froh, dass dieses Spiel existiert, keine Frage. Und Silent Hill 2 ist auch wesentlich populärer, sag ich mal, als jetzt zum Beispiel der erste Teil war. Aber der erste Teil hatte einfach noch mehr, weiß ich nicht, es war noch düsterer, noch abgefuckter. Der Soundtrack war richtig hart verstörend. So richtig gestört war der. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, ein Silent Hill 1, es wäre so wortlos geil. Deswegen hoffe ich vielleicht, dass Konami durch den Erfolg jetzt vom Silent Hill 2 Remake und so wie ich das rausgehört habe, hat es sich gut verkauft.
dass hoffentlich Konami sagt, okay, die Marke, die Leute haben Bock drauf, auch, dass sie halt nicht nur Oldschool-Fans damit abholen der Reihe, so wie mich, sondern halt auch neue Kunden gewinnen, die dann halt auch nochmal Bock haben, die älteren Teile im neuen Gewand zu erleben. Weil das Problem ist halt auch, die älteren Teile kannst du halt kaum noch spielen. Also kann man schon, aber du brauchst halt entsprechende Hardware. Das ist halt das Ding. Mama? Mama! I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. Sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. For me, it's always like this. Alter, diese Sequenz ist immer noch gottlos gut. Aber ich habe gerade mit so einem Gedankenexperiment begonnen. Was wäre, wenn man in Silent Hill 2 jetzt im Remake Optionen gehabt hätte mit den Charakteren? Wenn man zum Beispiel sagen, dann gib ihr das Messer oder gib es ihr halt nicht, ne? Was das vielleicht noch für einen Einfluss auf Angelas Charakter hat oder wie sich das vielleicht sogar im New Game Plus auswirken würde. Ich weiß es halt nicht. Aber irgendwie fände ich dieses Gedankenexperiment irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ich fände den Gedanken irgendwie super interessant, wenn man bei gewissen Charakteren die Möglichkeit gehabt hätte, quasi so ein bisschen mitzuentscheiden, was mit den Charakteren so ein bisschen passiert. Wie bei Eddie zum Beispiel, dass man ihm
vielleicht auch irgendwie versucht zu überreden und die Waffe abzunehmen, ne? Aber das würde zu tief gehen und wäre eigentlich mehr Rollenspiel als Horrorspiel. Weil du gibst dadurch dem Charakter auch gewisse Gesprächsoptionen. Und ich weiß nicht, ob das so zielführend wäre. Wäre mal eine interessante Idee, glaube ich, aber es... Ah, weiß ich nicht. Würde, glaube ich, zu nicht viel führen. 312 kann aufgeräumt werden. Es kommt niemand zurück. Ja, das ist richtig. Stehen. Stirb jetzt. Die Gegner sind auf einmal so unsagbar langsam und schwerfällig. Was ist hier los? I don't know. Das ist zu. Ja, bald kommt der Kampf gegen Pyramid Head. Das wird witzig. Weit ist es nicht mehr und wir sind nowhere. Also es gibt doch das Nowhere in Silent Hill 1. Es ist quasi das Nichts, also man weiß nicht, wo man ist. Es ist absolut nicht mehr mit irgendeiner Realität verbunden. Weil Silent Hill existiert ja auch zwar als Stadt, aber das Silent Hill existiert für jeden anders. Das ist so geil, dieses Bild, ne? Ist auch ein Cover-Artwork von der, ich glaube, US-Version von Silent Hill 2 oder von der japanischen Version. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber einfach von 9 Speicherplätze übereinander. So bitter. Okay. Würde sagen, dann wollen wir mal. Vielleicht schaffen wir den Kampf in dieser Folge noch. Let's go. Das ist die Szene, die man schon im Trailer-Material gesehen hat. Wie er mit seinen Fäusten auf den Boden schlägt. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. Werd den Kampf still sein, weil der Kampf gegen die zwei Pyramids Heads ist der geilste Kampf im ganzen Spiel. Gott, dieses Lied, ich liebe einfach alles daran. Oh!
überflüssig, zerstöre, was du nicht brauchst. Heißt das Achievement. Alter, ich habe meine Kopfhörer auf Anschlag gesetzt. Ich liebe dieses Lied, ich liebe diesen Kampf. Es ist einer der besten Kämpfe in Silent Hill jemals. Es ist so geil. Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen. Scharlachrotes Ei. Rostfarbenes Ei. Schade, man kann sie nicht mehr untersuchen. Aber eigentlich steht dann da noch, Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen. Ja, der Kampf gegen die zwei Pyramidenheads ist einfach das Highlight in Silent Hill 2, meine Meinung. Und es ist eigentlich furzegal, welches Ei du wo reinsetzt. Beide Türen führen zum gleichen Ziel. Eigentlich können wir auch noch den Kampf gegen... Eigentlich können wir das Spiel beenden. Kommt nichts mehr. Also ja, es kommt noch was, aber... Na nee, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Ich glaube, wir heben es das einfach für den Schluss auf, oder? Ja, ich weiß es noch nicht. Aber es wird dann schon ziemlich lang mit Outro und allem und Credits. Nee, wir können gleich, glaube ich, nochmal speichern und dann machen wir den finalen Kampf in der nächsten Folge und es wird dann der Abschluss von Silent Hill 2. Ich habe immer noch Gänsehaut vor dem Kampf gegen die zwei Pyramid Heads. Dieser Kampf ist einfach so geil, der bedeutet mir so viel. Ist so geil. Es tut mir so leid, aber wir beenden die Folge hier. Ich kann das nicht. Weil, ja, wir sind gleich fertig. Es ist gleich geschafft, Leute. Boy, es ist übel. Okay, bevor wir Silent Hill 2 beenden, sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Episode von Silent Hill 2 Remake dabei wart vom Ruber Team. In der nächsten Folge werden wir Silent Hill 2 beenden. Danach gucken wir uns noch an, welches Ende wir bekommen haben und dann ist das Spiel vorbei. Das wird keine Stunde dann mehr werden, sondern kürzer, aber es hat mich schon mal jetzt riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Im nächsten Kampf werde ich dann auch Stille bewahren, einfach den Moment in mich aufsaugen und dann hoffe ich, ihr habt Spaß weiterhin und ich hoffe, wir sehen uns dann beim Finale von Silent Hill 2. Bis zum nächsten Mal.